Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Hier ist das versprochene Video, was ich euch angekündigt habe. Und zwar wollte ich mit euch ganz gerne das Schminky-Roulette drehen. Ich habe das so ein bisschen gesehen auf YouTube, dass so ein bisschen so das Schminkroulette so im Umlauf ist. Und da soll man aus einer Palette durch Zufall einen Look schminken. Ich habe es probiert, beziehungsweise ich habe hier 5 Paletten. Einerseits auch ein bisschen natürlich, die anderen so ein bisschen, ja, so ein bisschen crazy. Ich hoffe, es wird funktionieren. Da ja auch einige gesagt haben, hey, schmink doch mal vor der Kamera dich komplett, habe ich jetzt noch nichts drauf. Ich habe jetzt hier alles, was ich hier stehen habe, draußen, so wie Concealer, Puder, ne? Dann den Stick, der, wo eine Zuschauerin mir gesagt hat, probier den mal aus, der soll super sein, werde ich versuchen. Dafür muss ich aber wahrscheinlich den Schwamm anfeuchten, weil der ja so ein fester Creamy Stick ist. Ja, dann habe ich noch Aquam Puder Bases, mein Eyeliner habe ich mal 2 Stück hier, wenn ich dann Eyeliner benutzen möchte. Schon eine Mascara. Und ich habe nicht nur Lidschatten-Roulette gemacht, sondern auch Highlighter-Roulette mit Blush gemacht. Wenn ich jetzt nur Highlighter und Bronzer oder Konturpuder drehe, dann werde ich dann eventuell durch mal schauen, ob ich dann ausnahmsweise einen Blush raushole, der ungefähr zum Look passen könnte, je nachdem. Ne? So, und das funktioniert folgendermaßen. Ich habe jetzt 5 Lidschattenpaletten aus 5 verschiedenen Kategorien. Einmal I Love Revolution. Das ist schon mal so eins in der Mint-Variante. So rum, genau. Dann habe ich ausgesucht W7, da ich ja noch nicht geübt bin, dachte ich so ein bisschen Natürlichkeit mit lila Touch da drin und rötlichem Touch könnte passen. Da ich auch hier auch nicht so geübt bin mit dem Video, dachte ich MAC, ne, dass das noch ein bisschen tragbarer ist. Dann das I Got This Rock Look von Essence. Und von Catrice, das habe ich mir ausgesucht, Clamazing, genau. Mit den gebackenen Lidschatten. Das, damit das noch so ein bisschen gemischt ist. Und wie gesagt, ich bin da nicht so geübt. Und deswegen habe ich erstmal so crazy Paletten mit raus und natürliche. Und die habe ich auch allesamt auch hier auf der App einmal fotografiert und eingefügt. Wenn ihr sowas mal gerne zu Hause auf Spaß machen möchtet, das heißt Discussion Roulette, das ist hier. Vielleicht, wenn ich da mal Bock drauf habe, vielleicht benutze ich das zwischendurch mal so für mich, aber jetzt fürs Video dachte ich mir, komm, nimmst du das? So, das habe ich dann abfotografiert. Ich werde auch gucken, dass ich das so ein bisschen schneide, dass ich nicht vor der Kamera die ganzen Roulettes mache. Ich werde jetzt erstmal für euch das Lidschattenroulette machen und danach die Zahlen. Also ich werde das dann schneiden zu den Zahlen, weil jede Reihe hat ja, also jede Farbe hat ja eine Zahl, sage ich jetzt mal. Und ich weiß ja nicht, ne, welche Palette ich nehme. Und ja, wir schauen einfach mal, wie ich das Ganze hinbekomme. Und später, wenn wir dann soweit fertig sind mit allem, ne, werde ich das dann halt mit euch zusammen schminken. Lippenstift, Lipglosse werde ich so raussuchen. Ja. Dann schauen wir mal, ne? Also, wir fangen jetzt einfach mal an. Hier ist mein Lidschattenroulette. Da ich ja nur 5 habe, ist es natürlich auch doppelt, also nicht 10 Stück auf einmal. Ne, wir wollen ja nicht übertreiben. Wir klicken jetzt auf das Palettenroulette. Genau. So sieht das Ganze aus. Und jetzt drehen wir einfach mal und wünsche mir viel Glück, dass das alles funktioniert.
Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen sehen, was wo drauf ist. Und das ist schon der Mac. Ja, eigentlich langweilig, aber wir gehen jetzt einfach mal zu der Mac-Palette. Den Rest werde ich jetzt einfach reinpacken. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse drum, dass die Crazy-Paletten nicht dabei sind, aber ja, ein bisschen Glück kann ich auch mal haben für das erste Roulette-Video. Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal und dann kommt vielleicht was anderes bei raus. Aber wir haben jetzt die MAC Palette Eyeshadow Cool Natural und da sind ja 15 Farben und ich werde jetzt von 1 bis 5, 10 hoffentlich hinkriegen. Wenn nicht, werde ich dann mal gucken, dass ich von 1 bis 5 einfach mache und oder pro Reihe, ne? Oder ich sage dann auf das Lid in der Reihe. Lidfalte hier die Reihe und ja, das untere vielleicht so oder irgendwie werde ich das schon hinbekommen. Wir schauen einfach mal. Und das ist jetzt die Palette und wir schminken jetzt einfach mal drauf los und bis gleich. So, ich habe jetzt mal ein bisschen daran gezoomt, damit ihr da ein bisschen besser seht. Bevor wir aber mit dem Make-up beginnen und ich auch ein leicht spannendes Gefühl habe, trage ich jetzt diese Gesichtscreme auf noch von dem Adventskalender. Ich habe schon ein bisschen was drauf getan. Und ich gucke auch immer, wie gesagt, zwischendurch auch mal hier rüber, damit ich auch alles so weit hinbekomme. Ne? So. Genau. So. Dann, ich weiß jetzt nicht, inwie dunkel oder wie hell der Stick ist, ne? Ich habe ja eine Zuschauerin versprochen, dass ich das dann in einem Video ausprobieren möchte, und zwar der Revolution Fast Base Foundation Stick. Und wenn es zu dunkel oder zu hell ist, habe ich ja noch diese Farbvergleichstübchen. Aber bei dem hier würde ich eher sagen, dass ich hier zum Beispiel Contour Base mache, ne? Dass das einigermaßen aussieht und hier auch, ne? Also so bei Highlights. So, wir fangen einfach mal an, würde ich einfach mal sagen. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, wenn ich dann gleich an die Lidschattenpalette gehe. So, das ist jetzt hier die Farbe, die F6. Genau, so. Und dann tragen wir das Ganze einfach auf. Einfach erstmal hier verteilen. Also wie gesagt, ich gucke zwischendurch auch mal in den Spiegel hinten. Das ist ein Vergrößerungsspiegel, das geht schlecht, ne? So. Ich werde jetzt gleich mit dem Laha J Buffer arbeiten. So, ich glaube, das ist okay. Bisschen runter, dass das auch ein bisschen angleicht. So, also ich sehe jetzt aus wie ein schöner Indianer. So, das Table einfach hier zur Seite und dann versuchen wir das Ganze mit dem Laha J erstmal trocken einzureiben. Ich gehe doch mal mit dem Spiegel ein bisschen nah ran. Ich hoffe, das geht. Ne, also obwohl anfeuchten, ja, ich würde es lieber ein bisschen noch anfeuchten, weil das fühlt sich sehr trocken an auf der Haut, aber ich habe das Gefühl, es wird, ich glaube, das ist durch den Licht ein bisschen gelbstichig, hier so ist es etwas leicht gebräunt. Aber ich mache das jetzt mal so, dass ich ein bisschen diesen Pinsel ein bisschen anfeuchte mit Wasser, sodass das Ganze noch ein bisschen geschmeidiger wird. Ja, so
Farbe geht es besser. Also ich merke, dass die Foundations, dass dieser Stick mit Wasser in Berührung besser auf der Haut gleitet. Also für mich jedenfalls. So, und ich glaube, ich habe einigermaßen gut den Ton gefunden. Bin ich jetzt so der Meinung? Ich werde euch noch gleich ein bisschen etwas besser zurück gleich loben, ob ihr das auch findet. Weil so im Nahen jetzt mit dem Beauty Light und jetzt das Licht hier an sich in der Ecke sieht das gelbstichig aus. Aber ich meine, das passt einigermaßen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das eine andere Farbe ist als meine Haut an sich. Ich glaube, ich habe es einigermaßen gut getroffen. So. Bisschen übers Auge, dass es schon ein bisschen eingefärbt ist. Fürs Make-up, Augen-Make-up. So. Jetzt zoome ich euch mal raus und dann könnt ihr selber schauen, ob es meiner Hautfarbe entspricht einigermaßen. Ja. Es fühlt sich sehr pastenartig noch an, aber wir werden jetzt gleich mit dem Spray hinterhergehen, sodass das nicht so cakey aussieht. Aber ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie fleckig ist und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt dadurch liegt, dass ich das angefeuchtet habe, aber das sieht leicht glowy aus. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. So ganz leicht. Ja, genau. So, dann, aber ich glaube nicht, dass wir das eingefärbt haben wollten. Nö. Also ich habe dafür keine Verwendung, das ist schon mal gut. So, genau. Jetzt gehen wir erstmal an den Concealer von Essence. Wir tun jetzt gleich mit dem Spray hinterher. So, und wir müssen auch noch mit dem Puder noch hinterher, aber wir gehen jetzt erstmal mit dem Essence Cover, Match to Cover Concealer hinterher. Dann nehmen wir jetzt den Real Techniques. Eigentlich ist das ein Deluxe Crease Brush, aber den kann man auch für Concealer nehmen, glaube ich. Oder ist das zu fest? Ja, ist zu fest. Dann gehen wir lieber mit meinem MAC 286 Concealer hinterher. Ein bisschen mischen. Ganz leicht nur mischen. Genau. So, und dann gehen wir einfach unter dem Auge. Jetzt gehe ich nur mal wieder ran, damit ihr das besser erkennen könnt. Ne? Ich hoffe, ich bleibe auch ein bisschen im Bild. So. Dann gehe ich jetzt einfach ganz leicht mit dem Pinsel nur drüber. Also sehen tut man bei dem Concealer nicht viel, sehe ich gerade. Also was die Farbe anbetrifft, ist auch schon mal sehr gut. Hier, ich glaube, je nachdem, wie ihr in den Concealer reingeht, mal leichter, mal krasser, ist das dann halt normal. So. Da ist ein bisschen Akrobatik hier gefragt. So, nur ganz leicht drüber. So. Das haben wir auch schon mal erledigt. So, bisschen einklopfen. Jetzt gehen wir mit dem Puder hinterher. Ich hoffe,
vom Tutorial her geht es einigermaßen, dass es so ein bisschen alltäglich mit reinkommt und natürlich der Zufall. Da habe ich jetzt hier diesen, eigentlich Bronze Powder, nur die Seite ist etwas dunkel und die ist schon sehr leergehend. Deswegen versuche ich aber dennoch, alle beide zu mischen. Meistens nehme ich auch dieses Puder zum Konturieren. Und dann gehen wir jetzt einfach querbeet übers Gesicht. Obwohl das jetzt mit der Foundation und der Bräune vom Puder hier sieht doch gar nicht mal so extrem dunkel aus. Das finde ich schon mal gut. So. Fertig ist das jetzt ganz schnell mit dem Spray hinterher. Ein bisschen jetzt auch getan. So. Dann nehmen wir jetzt noch mal ein bisschen den Schwamm und dann ein bisschen einklopfen. Das kann, den Schwamm kann man ruhig, wenn man Fixing-Spray drauf hat, also so habe ich jetzt ein bisschen für mich entdeckt, kann man mit Fixing-Spray auch mit dem Beauty-Blender, der trocken ist, einarbeiten. Nur, dass dann so ein bisschen das Chloe-Finish und so ein bisschen wegkommt. So, genau. Das ist das noch ein bisschen, das ist zwar noch ein bisschen glowy, aber dieses Nasse ist dann ein bisschen weg oder das Überschüssige. Genau, so. Jetzt gehen wir ganz schnell die Augenbrauen einmal anmalen. Da nehme ich ja das Adeco Puder. Ich habe ja das mit dem Stift ja weggenommen. Ich hoffe, man kann es so ein bisschen über die Kamera sehen. Ich versuche teilweise auch mit der Kamera über die Kamera zu schminken. Aber zwischendurch kontrolliere ich ein bisschen. Also ich mache das mit dem Augenbrauen grob, weil ich habe eigentlich sehr, für mich, gute Augenbrauen. So. Auch schon fertig. Das geht ja relativ schnell. So. Jetzt gehe ich ganz leicht ein bisschen raus, damit ihr auch die Palette gleich nachher im Anschluss seht. Dann gehen wir jetzt einfach mit einer Base. Ich habe jetzt eins von P2. Das ist ein Peachy mit goldenem Schimmer. Und gehen jetzt einfach mit einem dicken Pinsel einfach rein und dann drauf geklatscht. Mit dem Pinsel und dann verblende ich das Ganze mit dem Finger noch ein bisschen. Das ist eher so ein neutraler Ton, weil ich ja nicht weiß, was auf den Lid kommt. So. Ne? Und auch eine schöne Base, muss ich sagen. Ist noch sehr gut erhalten. So. Dann machen wir das auch. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Ne? So. Das ist jetzt so das, was ich jetzt geschminkt habe. Eigentlich relativ schnell. Ich muss sagen, dass dieser Stick Foundation richtig angenehm ist, dass man auch selber entscheiden kann, wie viel man aufs Gesicht drauf haben möchte. Wie man am besten arbeitet, muss ich noch hier noch ein bisschen noch herausfinden. Ich habe jetzt Stick Foundation genommen, habe erstmal im trockenen Zustand entweder mit diesem Pinsel oder man kann es auch mit dem Beauty Blender natürlich machen, habe ich erstmal im trockenen Zustand eingearbeitet, aber ich habe gemerkt, wenn man die Stick Foundation ein bisschen
wer verblendet haben möchte, noch ein bisschen vernünftiger, dachte ich mir, sprühe das mal an und dann kann man das einfach drüber machen. Also ihr habt gesehen, das ist auch ein First Impression. Also ich habe jetzt mal damit getestet, im trockenen wie auch im nassen Zustand. Und ich finde, mit dem nassen Zustand hat man eine gute Deckkraft, es schiebt sich nicht hin und her und es gleitet so ganz, ganz leicht und besser dann über das Gesicht. So. Genau. So, und jetzt werde ich jetzt ein bisschen cutten und werde jetzt einfach mit euch die Palette durchgehen. So, wir fangen erstmal ein bisschen mit den Augen an, statt weiterhin mit dem Gesicht, ne? Damit das die Foundation sich noch ein bisschen auf der Haut setzt. Und wir fangen einfach an mit der Palette und mit dem Roulette. So, ich habe ja jetzt die MAC Palette ausgewählt und ich habe jetzt auf der nächsten Seite ein Zahlenroulette. Und es hat richtig gut geklappt, dass da von 1 bis 15 alle Zahlen drauf sind. Und ich habe jetzt angefangen von 1 bis 15 runter, also von hier oben nach, ne? Aber ich mache das halt so Reihe für Reihe. So, und wir beginnen, um das Lid zu setzen, beziehungsweise Farbe aufs ganze Lid draufzusetzen. Dann nehmen wir jetzt einfach einen Pinsel zur Hand und drehen einfach. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Huh. Moment. Irgendwie wollte es nicht. So. Werbung, wie immer. So. Wir gehen jetzt einfach mal ganz nah ran. Dann könnt ihr auch gleichzeitig mein Amo auch ein bisschen erkennen. So. Fokussieren und die erste Farbe aufs komplette Lid. Das ist die Nummer 11. Okay. Die Nummer 11. Es ist einmal 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. Das ist ein Silberton. Ja. Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Das ist ein schimmernder Grauton. Okay. Hätte ich jetzt etwas schlimmer erwartet, aber wir machen das jetzt einfach mal. Ich glaube, ich nehme doch lieber einen Handspiegel. Weil da ist es ein bisschen schwierig. Gut, dass ich die mein Kulturbeutel hier habe. Also Handspiegel. Und dann einfach aufs komplette Lid drauf. Wenn es aber zweimal die gleiche Farbe ist, nachher, dann müssen wir gleich neu drehen. Also das ist jetzt so mein Vorschlag, wenn ich jetzt sage Crease und da kommt wieder die 11 raus, ist das ja blöd. Dann machen wir die andere auch. Sorry, mein Handy mal wieder. Ich hoffe, dass das gleich nicht im Video auftaucht. Weil da ist schon eine Gruppe drin, mit der ich ab und zu mal schreibe und lese. So. Bisschen in den Innenwinkel rein. So, also. Ich mache jetzt mal den Beauty Light leicht dunkler. So. So, was ich jetzt auch immer mache, ist, wenn ich jetzt hier so einen blöden Rand habe, mache ich das meist mit einem Kosmetikstäbchen weg. Aber so sieht jetzt erstmal das auf dem Lid aus.
jetzt gehen wir mit einem Blendepinsel als nächstes. So, also Grau-Glitzerton haben wir jetzt drauf. So, dann gehen wir jetzt wieder die nächste Zahl. Wir können das sehen. Die 10. Und die 10 ist eine davor. Das finde ich gut, dass die 10 diesen Braunton hat. Mit Mini Schimmer, glaube ich, oder? Nee, ist matt. Ist matt. Genau, das ist hier. Die 11 war übrigens... Wartet mal. 1, 2, 3, 4, 5. 11 war Silberfock und jetzt machen wir die Farbe Prune in die Lidfalte. Eigentlich ist das langweilig, glaube ich, weil das die natürlichste Palette ist, aber ich bin ja noch Anfänger, ne, was das Video anbetrifft, und da seht es mir nach. Also wir gehen jetzt in die Lidfalte. So. Anderes. Rechts ist irgendwie schwieriger zu verblenden bzw. zu erarbeiten. Aber das kriege ich schon irgendwie hin. Ich hoffe, ihr könnt das auch erkennen. Die Augen aufmachen, dass es ein bisschen anders verblendet wird, dass es so ein bisschen ins Silberne mit reingeht. Ja. Brune auf der Lidfalte. So. So, dann eigentlich ist das relativ schnell. Jetzt gehen wir. Jetzt macht man das, glaube ich, jetzt an dem unteren Wimpernkranz. Und da werden wir mal schauen, was wir haben. Nee, Quatsch. Wir könnten eigentlich ein... Ja, wir gehen jetzt erstmal an dem unteren Wimpernkranz und dann setzen wir ein Highlight. So, der nächste ist der Wimpernkranz. Unten. Und die 4 ist sehr dunkel. Das ist nämlich hier so ein Schimmerton. Das ist dieser hier. Das ist die 1, 2, 3, 4, die After Dusk. Ja, sieht sehr schimmrig aus. Wir schauen mal. Dann nehmen wir jetzt einen etwas schrägen, ja, Brow Pencil. Nehmen wir jetzt einfach den von Forever und machen das einfach mal, indem wir das auf die untere Linie setzen, unterm Wimpernkranz. Nur nicht ganz weiter vor, ne? Weil das ist so ein rotbraun. Das sieht dann aus, als ob ihr geweint hattet. Hier.
Das werden wir jetzt gleich ein bisschen mit einem Fluffy-Pinsel ausrauchen. So, genau. Mit einem kleineren Pinsel rauchen wir das Ganze aus von Evelyn. Und dann mache ich jetzt keine neue Farbe drauf, weil ich mag es nicht so gerne, wenn ich nochmal Farbe drauf und dann hier, dann habe ich hier alles voller Lidschatten und das sieht dann nicht aus, also meine Meinung. So, ich habe das nur ganz leicht. So, und jetzt möchte ich einen Highlight hier oben hinsetzen. Wenn das ein schwarzes fressig, dann so wieder Werbung. Moment. Ja. So. Ich habe schon gedreht, um den Highlight zu setzen. Und ich hoffe, das ist kein dunkleren Ton. Wieder die 11. Eigentlich nicht schlecht, weil die 11 ist, Highlight oben ist nicht schlimm. Dann nehmen wir wieder die 11, Silver Fog. Und dann nehmen wir hier einfach den gleichen Pinsel. Und dann gehen wir nur ganz leicht in die Farbe rein. Und setzen den Highlight darüber. Na, irgendwie ist das langweilig, ne? Ja. Also, ich meine jetzt vom Palette her. Aber gut, an der Anfang ist schwer, wenn ich dann nächste Mal nochmal sowas machen möchte, dann nehme ich dann die MAC-Palette raus und dann setze ich nur eine andere ein. Mal gucken. So. Genau. So, das ist dann halt die Palette gewesen. Wir müssen jetzt gleich mal gucken, wie wir das gleich verteilen. Jetzt einfach ganz normal tuschen, Eyeliner und sowas drauf. Und Lippen eigentlich, ne? Aber wir können, da das ja ein schöner neutraler Ton ist, einen schwarzen Kajal setzen. Dann machen wir jetzt eben den schwarzen Kajal darunter. So. Dann haben wir den auch. So, dann könnte ich ja einen Eyeliner setzen. Ich habe ja zwei zur Auswahl. Probieren wir den Swingliner Chrome oder nehmen wir den Revolution. Wo ich habe hier ja eigentlich alles dunkel. Wir können ja den probieren, wie der auf das Lid wirkt. So ein bisschen als Farbklecks. So, und dann, bin nicht so gut in Eyeliner setzen, Leute. So. Dann machen wir das mal. Ne? Also ich hoffe, ihr könnt da was sehen.
Nee, der hat hier keinen Farbeffekt. Nee. Also auf dem sieht man das nicht. Nee. Dann müssen wir mit den schwarzen Leiter drüber gehen. Wenn man jetzt so einen bunten da drauf hat, dann könnte man das ein bisschen sehen, glaube ich. Wir gehen jetzt einfach mit dem schwarzen Filz da drüber. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das werde ich jetzt gleich nochmal korrigieren. Ist nicht einfach. Ist nicht einfach. Ich mache gleich mit einem Kosmetikstäbchen das gleich ein bisschen, versuche ich das ein bisschen besser hinzukriegen. Ah, da ist schon ein Fail. Das meine ich ja, dass wir das jetzt ein bisschen... Das ist, weil ich ja dieses drehende Auge habe und der ist ja nicht so easy. Deswegen gehen wir jetzt hin und nehmen uns einen oder mehrere Kosmetikstäbchen und korrigieren das so ein bisschen, dass das Make-up nicht so blöd aussieht. So, über die nächsten. Bei dem Eyeliner muss man, glaube ich, ein bisschen schnell arbeiten, der trocknet unheimlich schnell. Sorry, das ist ausgegangen, die Kamera. Jetzt tuschen wir ein bisschen die Wimpern mit dem Lash Princess einmal ganz kurz. Und der gibt auch, glaube ich, nicht mehr so viel Farbe ab. Nur ganz leicht. Genau. So, und jetzt mache ich mal eben noch mal einen Cut, um die Highlighter einzufügen. Damit, oder ein bisschen Kontur, je nachdem. Und dann sehen wir uns. So, wir haben jetzt alles soweit erledigt. Wir haben Augen-Make-up, Foundation und so weiter. Und jetzt mache ich mit euch das Highlighter und Kontur Roulette. Muss mal eben mich bequemer hinsetzen, damit das besser funktioniert hier. Ach, warte. Ich
habe auch Rücken heute ein bisschen. So, und wir beginnen. Einfach drauf los. Oh, wir haben einen Highlighter. Das ist der... Dann brauchen wir eigentlich alles gar nicht machen. Ich habe gedacht, wenn wir das austesten... Na gut, ich habe jetzt den Revolution Highlighter. Und ich werde jetzt gleich mal gucken, ob ich jetzt einfach mal so außer der Reihe noch was austeste. Das ist der Peach Kiss Highlighter. Juhu, der ist so schön, der ist so schön. So, dann gehen wir jetzt einfach mit einem Mini-Pinsel daher von V7. Ein bisschen Highlight. Oh ja, das ist so schön peachy, rosegold. Wo man ja eigentlich kein Blush, ne? Wow. Er ist toll. So, machen wir jetzt einfach den Peach Kiss noch auf der anderen Seite und jetzt drehen die Äuglein schon wieder. Wie wir es ein bisschen... So. Dann machen wir jetzt einfach ohne irgendwie Blush dazu, weil der ist so toll. Sehr frisch. Wow. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich zoome euch mal ein bisschen rein wieder. Also, ob ihr den Glow ein bisschen erkennen könnt. Yeah. Jo, so ist das. So, eigentlich brauche ich auch nicht viel Kontur. Nö. Also, das ist dann mein Highlighter. Blush brauchen wir nicht dazu, oder? Sollen wir noch ein bisschen Kontur setzen? Ich habe doch noch von Trend It Up den Shimmer Contour Bronzer. Habe ich ja mal rausgesucht. Kann man ja eigentlich ein bisschen, aber nicht viel. Sonst hat er gleich meinen Highlighter zerstört. Jo, ja, es geht noch, es geht noch. So, machen wir das Ganze mal weg. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze hier wieder verpacken. So. Da ja jetzt alles soweit fertig ist, brauchen wir jetzt nur noch einen Lippenstift, den wir jetzt nicht per Zufallsgenerator aussuchen. Wir nehmen jetzt einfach den, der mir jetzt so in die Finger fällt. Nehmen wir jetzt einfach den Nuding und darüber nehme ich jetzt gleich einen Gloss von Catrice, der Hey Nude. Der passt so ein bisschen mehr zu den anderen, zu der Sache, nicht zu der Sache, zum Make-up. So, da der ja richtig totnude aussieht und ich den eigentlich hätte auch aussortiert, aber ich wollte den jetzt nicht aussortieren, weil ich auch viele, sag mal schnell. Wo habe ich denn, warum habe ich jetzt einen Deckel hier in der Hand?
Warum ist die... Ach du, hier. da ich auch dunklere Lipglosser habe, wollte ich den halt behalten und den dunkleren dazu. Da ja wir nicht so viel glitzern und schimmern, nehmen wir noch vom P2 der Volume Revolution Lipgloss Waterproof. Der hat noch ein bisschen Schimmer. Den setzen wir jetzt noch ein bisschen drauf. Ja, dunkler ist der nicht gerade, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Er klebt ein bisschen. Das merke ich hier schon. Nee, müssen wir mal gucken. So, meine Lieben, das war's. Also ich habe jetzt durch den Zufallsgenerator jetzt diesen Lidschattenlook gezaubert, den Highlighter rausgesucht, ich hoffe, ihr könnt das sehen, und noch den Kontur jetzt so außer der Reihe, Lippengloss aus und Lippenstift außer der Reihe. Jo, und dann halt komplett das Foundation und so habe ich mit euch zusammen einfach mal gemacht. Und ich muss sagen, ich finde das okay. Also fürs erste Mal Lidschattenroulette zu machen, fand ich richtig cool. Vielleicht werde ich das auch demnächst für mich selber machen, dass ich zumindest einen Look habe, der zum Rausgehen geeignet ist. Oder einigermaßen so platziert wird, dass es zum Rausgehen geeignet ist. Und ja, ich hoffe, das Video Lidschatten bzw. Zufallsroulette, Schminky Zufallsroulette, ich weiß nicht, wie ich das gleich nennen werde, schaut ja gleich mal, hat euch ein bisschen gefallen. Auch wenn die Palette ja so sehr langweilig war, aber mein Glück war das erste Video mit der Palette begonnen hat. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.